Wer liest, der stellt sich auch Fragen und ihr tut das offensichtlich auch. Denn ihr schickt mir ab und zu mal ein paar ziemlich coole, witzige oder sinnfreie Fragen über Bücher und zur Buchwelt im Allgemeinen. Und ich habe mal ein bisschen gesammelt, jetzt habe ich genug zusammen. Und deshalb beantworte ich heute auf möglichst, nun ja, wenig seriöse Weise diese Fragen. Na ja, gut, ein bisschen Seriosität will ich doch reinbringen und deshalb meine Schlaumeierbrille. Und ich lege gleich mal los. Die erste Frage war, super, solche kriege ich ziemlich häufig, hat mir nämlich jemand geschrieben, dass er für die Schule, für eine Klausur Romeo und Julia auf dem Dorfe lesen muss und keine Lust dazu hat und ob ich nicht mal erklären kann, worum es geht. Du hast Glück, ich habe das Buch sogar wirklich hier, aber das ist so lange her, dass ich es gelesen habe, ich habe keine Ahnung mehr. Egal, Romeo und Julia kennen wir doch alle und das heißt Romeo und Julia auf dem Dorfe. Also nehme ich an, es geht um zwei Leute, die sich ineinander verlieben und die leben auf dem Dorf. Also haben wir wahrscheinlich sowas wie Bauer sucht Frau und ja, die finden sich. Das Blöde ist nur, es sind zwei verfeindete Bauernhöfe. Wir haben einmal Bauer Willi, der Getreide anbaut und Bauer Horst, der Salat anbaut. Und die beiden haben nun mal Kinder, die sich ineinander verlieben, was nicht sein darf, weil Willi und Horst schon seit Jahren um ein Grundstück streiten. Doch dann stirbt Romeo, weil Julia und ach, ihr kennt den Mist. Also merkt euch einfach, Willi und Horst streiten um Grundstück für Salat und Getreide und alle sind am Schluss tot. Gut. Die zweite Frage war schon ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar wurde ich gefragt, was denn so der nächste Buchtrend wird. Oder was ich denke, was der nächste Buchtrend wird. Und dafür habe ich ein bisschen, habe ich eine kleine Analyse der, naja, Buchtrends der letzten Jahre gemacht und habe eine ganz einleuchtende Idee gehabt. Erstmal, ich habe natürlich was vorbereitet, wie sich das gehört. Ein kleines Flowchart. Also, wir können sehen, diese ganzen Buchtrends, das fing eindeutig an mit den Vampir-Liebesgeschichten durch Twilight. Als das irgendwann zu langweilig wurde, hat es sich aufgespalten in einmal Vampir-Erotik-Romane und einmal in Vampir-Endzeit-Romane. Aus denen folgten dann einmal aus den Erotik-Romanen die, naja, Real-Life-Erotik-Romane, Stichwort Shades of Grey, und einmal die ganzen Dystopien, wie zum Beispiel, naja, was halt im Moment so überall im Regal steht. Und ihr wollt jetzt wissen, was der nächste Trend wird. Aber schaut euch doch diese Grafik einmal an, dann wird es offensichtlich ganz klar eindeutig. Das liegt praktisch auf der Hand, man kann es gar nicht übersehen. Ich zeichne euch die Antwort. Der nächste Trend werden ganz eindeutig Schweine. Und zwar nicht irgendwelche Schweine, das wäre ja viel zu langweilig, sondern fliegende Weltraumschweine, die Politiker fressen. Denkt mal drüber nach, es ergibt Sinn. Tja, und wo wir schon gleich bei Twilight waren, kann ich zur nächsten Frage übergehen. Es war irgendwie klar, dass dazu auch was kommt. Und zwar habt ihr mich gefragt, ob eigentlich auch Edwards glitzert. Natürlich glitzert der auch. Ich kann es euch aber sogar beweisen, weil ich weiß ja, dass ihr mir nie glaubt, wenn ich einfach irgendwie sowas sage. Und zwar haben er und Bella ja im letzten Band ein bisschen, okay, achte auf die Wortwahl, Sarah, näheren Kontakt miteinander. Und habt ihr schon mal darauf geachtet, wann, wo, wie das passiert? Die fliegen zu ihrer Hochzeitsreise, ja, ich spoilere jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall, die fliegen ja zu ihrer Hochzeitsreise auf eine Insel. Mit Palmen und Sonne und Meer und allem drum und dran. Und als sie dann näheren Kontakt haben, wann geschieht das? Nachts natürlich. Warum? Richtig. Weil es der totale Abtörner wäre, wenn Edward sich vor ihr nackig macht. Und Bella erstmal anfängt zu quietschen, so süß, es glitzert. Deshalb besteht er darauf, nachts. Ergibt Sinn. Ich denke, damit wäre eindeutig die Beweiskette geschlossen. Ja, Edward
glitzert von Kopf bis Fuß. Und jetzt möchte ich keine Twilight-Fragen mehr beantworten. Daher die letzte, ganz schnell. Wirklich lustig. Lustig. Die letzte Frage lautet, hast du The Name of the Wind bzw. Der Name des Windes schon gelesen? Wenn ja, wie fandest du es? Vielleicht noch, falls ihr auch Fragen über Bücher habt oder naja, allgemein Buchbranche, Literatur, irgendwas, was euch einfällt, stellt mir die. Ihr könnt mir hier gerne unter dem Video schreiben, bei AskFM, Twitter, E-Mail, Facebook, ich bin überall zu erreichen. Und wenn mal wieder genug zusammengekommen sind, dann beantworte ich die auch mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Mittwoch wieder zum neuen Vlog, beziehungsweise werde ich diesmal ein kleines Special machen, weil es so viele neue Abonnenten gibt. Hallo erstmal, damit ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt und überhaupt mal ein Bild davon kriegt, wer das hier ist, dachte ich mir, ich mache ausnahmsweise mal einen Tag und zwar den 50 Facts About Me Tag. Und naja, ansonsten geht es ganz normal weiter, nächsten Sonntag wieder mit einem Video, dann wieder Mittwoch mit einem Vlog und dann wieder der Sonntag mit einem Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.